wieder gefickt. Egal. Das war mein erstes Mal, wurde wieder gefickt. Geflickt. Die Geist-Pokémon in der Spukzone haben uns einen langen Faden dafür spendiert. Einen Weberlack Stahlbolzenfaden. Mit diesem Durchmesser. Ja, damit haben sie genäht, mit diesem Durchmesser. In der Spukzone, sobald wir den Ballon aufgeblasen haben, sind wir Starker. Klasse. Ich habe auch lange überlegt, wie ich mich nützlich machen könnte und entschlossen, ein Feuerwerk vorzubereiten. Es wird zwar nur ein kurzes Spektakel, aber wenn sich alle Pokémon gemeinsam ansehen, schweißt sie das bestimmt auch noch etwas fester zusammen. Hey, ich wollte nur Heißluftballon fahren. Zünde ein Feuerwerk da rein. Ja, mach das bitte. Das ist clever. So, warte mal, ich bin jetzt eigentlich heiß auf das Arm, weil hier, der hat nämlich gesagt, er würde hier irgendwie chillen. Hat er? Hat er nicht nur gesagt, er ist furchtbar müde? Er hat gesagt, Baumhaus. Baumhaus ist cool und bla, dann geht er mal zum Baumhaus. Ja, da musst du wahrscheinlich da oben reingehen. Ja, habe ich ja vor. Ich wusste aber nicht, wie es hier reingeht. Nein, das ist ja halt ein bisschen kritisch mit der Kamera und so. Ein bisschen ist gut. Ich hätte mir echt eine bessere Kamera für unsere Wünsche spielen. Das Team ist auch so hässlich, ne? Das sieht aus wie eine kleine hässliche Torte. Ja, das ist die Unterentwicklung von Pantimos. Wieso braucht es das? Ja, verstehe ich auch nicht. Wir sollten die Pokémon lieber weiterentwickeln als unterzuentwickeln. Ich hasse Unterentwicklungen, die nachträglich hinzugefügt werden. Oh, was ist das? Was ist das denn? Ah, das ist so ein Baumding. Wie heißt das nochmal? Bumi. Ah, Bumi. Das ist aber klein. Was? Du bist also mein Freund, das Pokémon zu mir. Du bist auch mein Freund. Das war aber einfach. Das war sehr einfach. Du musst ja natürlich erstmal finden, das Bumi. Das war wenigstens so. Meine Freunde sind auch deine Freunde. Ja. Das hier ist der perfekte Ort, um etwas in sich zu gehen. Und der hängt ja so rum. Wenn du willst, verrate ich dir gerne meine Gedanken zu ein paar der geheimnisvollen Themen des Poképarks. Ui. Worüber willst du etwas wissen? Willst du etwas von Mio wissen? Ich wohne nun schon seit geraumer Zeit hier im Pokémon. Aber Mio habe ich nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Manche Pokémon sagen, wenn man Mio über den Weg läuft und dreimal einen Wunsch äußert, bevor er wieder verschwindet, wird dieser tatsächlich in Erfüllung. Oder geht dieser tatsächlich in Erfüllung? So selten lässt er sich hier finden. So selten lässt er sich hier flicken. Eure Wünsche werden nie erfüllt. Ja. Ey, vor allem solche Assis. So, weißt du, wenn ich so ein Pokémon bin, das so mega mystische Macht hätte und alle Wünsche erfüllen könnte, dann mache ich mich extra rar und bin ein Assi, sodass keiner seine Wünsche erfüllen kann, oder was? Nein, das ist eher so der Edelmut, weißt du, weil der möchte nicht, dass alle Leute ihre Wünsche nicht erfüllen bekommen, also kommt er nicht vorbei. Ach so. Nee, ich jetzt wohl nicht. Ne, keine, Alter. Das ist mir scheißegal, aber du hast mich einmal enttäuscht. Aber. Das klingt wie das Monster of the Grudge, Alter. Ich hab mich angehört wie Aber aus Pokémon Puzzle. Aber. Das stimmt. Also die Stimmen der Pokémon bei Pokémon Puzzle sind so legendär lustig dumm. Also wenn jemand von euch einen Nintendo 64 hat, sollte er Pokémon Puzzle League erstehen. Ja. Akani! Und das Schönste ist, es gibt ja auch alle lustigen Personen aus dem Anime, die auch so richtig kecke Sprüche auf Lager haben. Ich werde gewinnen! Und ich mag eigentlich am liebsten Gary. Versuch's weiter! Mit der richtigen deutschen Synchro überall auch tatsächlich. Ja, mit den Originalstimmen. Ja. Das stimmt. Es gab, glaube ich, nur zwei Pokémon-Spiele, wo das war. Ne? Pokémon Basilik und Pokémon Snap. Pokémon Snap? Ja, guck mal es an. Professor Eich hat die richtige Stimme. Wow! Oh, das ist aber ein gutes Foto. Die ganze Zeit. Stimmt. Ja, dann müssen wir jetzt wohl hier hin. Pokémon Snap habe ich echt voll gerne gespielt, tatsächlich. Das ist auch total kurz und eigentlich total schlecht. Ja, aber ich habe es nie aber ja, gern gespielt. Ich auch nicht. Oh, was bist du denn? Pionskara. Hier entlang geht es nach deiner Zone. Du bist nicht auf einer enormen deutschen Ruine, die mit dem Himmelskarten verbunden ist. Ich darf niemanden durch dieses Tor lassen. Niemanden. Jetzt sei doch nicht so flau. Nicht einmal eine Berühmtheit wie dich. Nimm nun. Ja, geil. Unsere Freunde. Komm. Whitebeard. Mauzi. 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 Was war das gerade für ein Beben? Da kam gerade ein unglaublicher Lärm aus dieser Richtung. Oh nein, hat sich in der Steinzone etwa irgendetwas zugetragen? Pikachu! Mio meinte, der Himmelskalten liefe Gefahr einzustürzen, richtig? Dann müssen wir so schnell wie möglich die Prismensplitter finden. Was sagst du da? Die Prismensplitter? Jetzt verstehe ich alles.
Mir hat dich also darum gebeten, die Prinzessin zu finden. Und dann ist alles in Ordnung. Du hast einen enorm wichtigen Auftrag zu erledigen, Pikachu. Hier, ich lasse dich durch. Boah, ich hab so viele Spuck, Alter. So geht das übrigens auch in der Disco, ne? Also mit so Gästelisten. Du sagst einfach, ich bin Britney Spears. Und dann kommt ihr rein. Nein, nein, ich sag einfach, Mio hat mir beauftragt, die Prinzessin zu besuchen. Kommt ihr in jeden Club rein. Ja, das ist wirklich so. Ich kann labern, was ich will. Okay, ja dann, du hast einen wichtigen Grund. Vom Wichtigkeit plötzlich her. Plötzlich bin ich überzeugt. Vom Wichtigkeit her. Ach, bitte nicht. Oh, Glurak-Statuen. Die sogar brennen! Turtok! Die sind anscheinend coole Pokémon hier. Und Hopsboss, nein, die sind keine coolen Pokémon. Ich glaube, das ist der Endspurt. Oh, Butalanda. Nee, Papunga? Was ist das? Das sieht komisch aus. Das war die letzte Entwicklung von Dings. Was ist das? Das ist das Playboy bei den Pokémon. Nein, das ist auch so. Wenn wir es ansprechen. Oder auch nicht. Schlappo. Meine kleine Schwester Haspiro vergnügt sich in der Grünzone. Haspiro hurt in der Grünzone rum. Haspiro hurt in der Grünzone rum. Das Playboy bei den Pokémon. Schlappo. Schlappo. Sie erzählte mir freudig, dass ich nun viel spaßiger sei als bei ihrem ersten Besuch. Ich bin auf Abenteuerreise durch den Pokepark. In diesen Ruinen ist eine gute Sprungtechnik unverzichtbar. Oh Gott! Du möchtest spielen. Wie wäre es mit Fangen? Hasch mich! Wollen wir anfangen? Oh Mann, ey. Oh, boah, ist die flink. Also halt ein Buddy, ne? Schau, ich dachte, das klappt. Fang mich. So, Goldini. Schlappohr. Wow, das war so mächtig, dieses Schlappohr. Das hat so große Ohren. Deswegen heißt sie auch Schlappohr. Du hast es wirklich drauf. Damit sind wir nun besondere Freunde. Freunde. Ruf mich, wenn du meine Hilfe benötigst. Nicht nur für Spiegel. Das Schlampen-Pokémon. Okay. Ist jetzt dein Freund. Warte. Slap that ass! Wie sie mit ihrem dicken Hasenarsch wackelt, ey. Das ist doch sexy Hexy, Mann. Oh mein Gott, ey. Oh nein. Oh, das. Nein, ich spreche Plaudergeld nicht an. Das ist so anstrengend. Oh, oh, das sieht ja aus. Wie sehen Joa? Wie sehr mag ich wohl unsere Wahrnehmungen unterscheiden? Willst du es nicht herausfinden? Wenn ja, dann lass uns Verstecken spielen. Ich suche mir jetzt ein Versteck und du versuchst mich zu finden. Ich habe schon das letzte Pokémon nicht gefunden. Ja. Schön, das freut mich aber. Lass uns gleich anfangen. Ich glaube, das geht nicht gut. Das ist auf jeden Fall in diesem Raum. Da rechts. Nee, das ist nur das Schlappohr, oder? Jetzt gehe ich in den Raum rein. Jetzt bin ich in dem Raum drin. Aus welchem schlechten Hasen? Money Boy. So, hier kann ich nicht lang. Da ist es doch. Ich wusste das. Wie Senior! Wie Senior! Hallo, schon mal raus. Komm mal raus da! Ah, du hast mich gefunden. Somit sind wir nun Freunde. Mir als Aufseher bereitet das Verstecken besondere Freude. Lass uns mal wieder spielen. Oh mein Gott. Wie Senior ist jetzt dein Freund? Your best friend ever. Best friends ever. Das Evoli, war Evoli schon, Alter? Bestimmt, oder? War das nicht auch ganz am Anfang in diesem großen? Nee. Du hast es aber weit geschafft. Gib bitte weiterhin auf dich acht. Du möchtest einen Wettstreit mit mir? Wie wäre es mit Fangen? Na klar. Gut, dann versuch mal, mich zu fangen. Tschu! Die sind echt schnell. Nachtara war auch echt verdammt. Die Evoli-Dinger sind echt schnell. Das macht auch so komische Sachen, wo du denkst, okay, das wäre jetzt nicht so das schwer. Ist nicht. Aber bei Aquana war das schlimm. Da hatte ich, glaube ich, als ich das mal ganz einfach mal gespielt habe, habe ich das auch nicht gekriegt. Weil das echt so krass schnell war, dann Aquana. Ich habe verloren, damit sind wir nun Freunde. Ich möchte auch einmal die übrigen Zonen bereisen. Ruf mich, wenn du meine Hilfe für Spiele benötigst. Sonst nicht. Sonst lass mich in Ruhe. Pack auf. Blitzer! Blitzer! Blitzer ist auch echt cool, ey. Auch in Pokémon Puzzle League am Start. Blitzer! Blitzer! Ja. Oh, ich habe auf jeden Fall Bruno gespielt. Bruno? Sebastian.
Ja, weil er einfach so Vertrauen auf deine innere Stimme. Oh, Glurak. Den sprichst du. Ja, natürlich. Du hast es weit gebracht, Pikachu. Ich habe schon so viel über dich gehört. Nur derjenige, der sich des Himmels Garten würdig erweist, vermag es, die Steinzone zu überwinden. Dem Eid aus alter Zeit Folge leistend, obliegt es uns, dich hier in diesen Ruinen einer Prüfung zu unterziehen. Du darfst passieren. Übrigens, was mag es wohl mit der Erderschütterung eben auf sich haben? Da kann man es ja mit der Angst zu tun bekommen. Ich möchte dir gerne was schenken. Aber was? Was? Ich will, dass wir Freunde sind, Glurak. Nein. Ja. Liebe mich. Was machst du? Liebe mich. Du schlägst es und dann willst du Freunde mit Alter. Ist ja gut. Das wird uns töten. Ich glaube, scheiß auf Freunde bleiben. Scheiß auf Freunde bleiben. Pack deine Sachen ein und raus. Jetzt weglaufen. Und was war so nett zu dir? Ich habe nichts zu ihm. Oh boy, that escalated quickly. Alter. Du hast den gestromschockt. Gestromschockt, ja. Okay, geschockt. Oh, Absol. Absol ist auch cool. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so ein... Das ist das Emo-Pokémon. Das ist so eine Bananenhacke. Irgendwie. Das ist das Emo-Pokémon. Wir sehen nämlich irgendwie so an... Ich denke, was müsste sein wie Ixion in FF10? Das ist immer so ein... Ja, so ein bisschen. Weil das Horn so schwer ist. Ja. Dieses Spiel ist aus alten Zeiten überliefert. Das Spiel der Schatten. Zeit für ein Duell. Duell! Yu-Gi-Oh! Möge die Erde noch so sehr beben oder der Himmel herabzufallen, ne? Hä? Drohen. Ach, herabzufallen drohen. Ja, ja. Wir werden diese Ruinen auf ewig beschützen. Abfall. Die Teilnahme an den Rückzughürden kostet 40. Das wird ja immer teurer, Alter. Ach, oh, Rückzug, ups. Nun denn, lass uns anfangen. Komm hierher. Spring über die Hürden und stürm auf das Ziel zu. Hier, Laufzeit. Schüttel die Möglichkeit. Ach, du musst einfach nur, du musst die ganze Zeit nur schütteln. Alles. Und dann springen. Das war's. Das ist voll easy. Ja. Alter, nimm Schlappohr. Bisschen. Das Schlappohr? Natürlich. Nee, das ist Schlapp. Neu. Das ist neu. Ah. Wie sie ihr Ohr zur Seite wirft. Sie ist Lola Bunny of Space Jam. Oh yeah. Lola Bunny! Sie in die Hocke gehen. Wow, wow! Das war Dingtree! Die ist voll gut! Oh, Dingtree! Die ist richtig gut! Aber wirklich. Boing, 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 boing! Bam! Nice! Nicer, nicer! Oh mein Gott! Wieso vielleicht ihre Hüften zur Seite wirft? Deiner unglaublichen Leistung. Jetzt hast du dir aber auch den Prismensplitter wirklich verdient. Das ist der Pimmelsplitter. Ach, jetzt habe ich schon wieder einen Pimmelsplitter. Prismensplitter erhalten. Krass. Hätte ich wieder versucht abgeben. Aber so lange wollte ich eigentlich die Thematik des Spiels und die Vorgehensweise verstanden haben eigentlich. Ja, aber wenn man bei allen halt immer das Gleiche macht, weiß man nie, ob man was bekommt. Das stimmt allerdings. Kraft innewohnen, die diesen Park beschützt. Das Verschwinden des Regenbogens sowie das Erdbeben sind vielleicht Anzeichen dafür, dass sich im Himmelsgarten ein Unglück ereignet hat. Wo ist denn eigentlich der Himmelsgarten? Waren wir ja schon? Anscheinend im Himmel. Das ist, glaube ich, die erste Stage. Wenn da noch nie jemand war. Das Mew. Wieso weiß denn überhaupt jemand, dass es den gibt? Da haben wir wieder bei der Sache mit dem mystischen und legendären Pokémon. Die ich immer noch nicht so. Also. Ich finde, das ist so Korinthenkackerei. Ja, ist es auch. Natürlich ist das so. So, das muss gleich laufen. Ich hab das Gefühl, morgen bin ich heiß. Ja, ich hab auch.
Besonders wenn du nochmal Plaudergeil. Hör auf. Ich hab ihn gesehen. Nein, Plaudergeil. Ah! Greift er uns auch an? Oh nein. Nein, das ist einfach nur traurig. Nö, ich juck das nicht. Okay, krass. Ich lese da nicht von Emotionen rein. Er ist traurig. Lauf doch schneller, du fette Ratte. Kannst du nicht nochmal mit Blueberg sprechen, um zu testen, ob wir überhaupt noch Homies sind, so nachdem wir den 100-mal angegriffen haben? Yo, Homie! Der ist schon ein bisschen aufgebracht. Wir bekommen ihr Pokémon der Steinzone leisten, im alten Eifolge den Himmelsgarten zu bewachen. Hast du noch so weit weg? Schreib mich an, lass uns kämpfen. Oh je. Yeah. Krass. Los, dann zeig mal, was du kannst. Also wenn das so wie eben läuft, dann hast du verloren. Ich glaube auch. Langsam, ich glaube, ich verlese mich gerade so oft, nicht so hart unkonzentriert werde. Und du, bei dem Spiel kannst du eigentlich auch nicht nur so lange konzentriert sein. So. Aber das ist echt ganz gut eigentlich. Ich meine, mittlerweile auch schon über. Also, ich habe ja immer. Ich hatte früher die blaue Edition und ich habe mit dem Kommando angefangen. Du hast die blaue Edition gehabt, hast du was in den Manga gemacht? Mhm. Was? Ich fand den Commander aber noch größer. Oh, jetzt wird's eng. Ich dachte so, oh, der kleine süße Feuerdiener. Und dann sah irgendwann noch cooler so, Texto. Und dann dachte ich mir so, geil, es kann fliegen! Nur halt nicht in Pokémon Rot und Blau, da war kein Fliegen mehr. Ja, das war so hab ich auch nie verstanden. Ja. Du bist wirklich sehr gut. Ruf für mich, wenn du meine Hilfe bei einem Spiel benötigst. Oh, gut. Wir haben Bruch in einem Spiel besiegt! Duell! Warte mal, das war eigentlich mehr so Naruto, ne? Ja, du musst mich erst in einem Spiel besiegen. Hab's, Prost! Schlimmste RTL 2 Synchro ever. Ja. Hier darf nur durch, wer das Spiel von Absol gemeistert hat. Weshalb? Nun, wir sind einem Eid aus alter Zeit verpflichtet. Den hab ich dreimal erwähnt. Oh, offenbar hast du das Spiel gemeistert. Dann darfst du natürlich durch. Danke, dass du dem Eid aus alter Zeit Folge geleistet hast. Lass uns Freunde sein. Hä, mussten wir doch. Natürlich. Das hat jetzt aber nichts mit dem Eid zu tun. Es ist mir ein echtes Anliegen. Hä? Was? Habe ich verstanden. Ich glaube, es meinte, es würde mit dir befreundet sein und das nicht wegen dem alten Eid, sondern einfach so. Okay. Gut, dann halt so. Oh, guck mal, wir haben ein krasses Rätsel gelöst. Da-da-da-da! Das ist schwieriger als Zelda. Lege den Schalter um. Da-da-da-da! Lauf, was ist denn hier? Lampe, lauf! Ich möchte ja auch dein Lampe hochkommen. Und ich kann wieder nicht durch diese Feuersäule. Ja, da war noch ein Schalter vorne. Ich kann nicht durch diese Feuersäule. Du musst den Schalter oben da vorne dingsen, da musst du da schnell hinlaufen, bevor das dich wieder anschaltet. Hier? Aber dann dreh ich doch bestimmt wieder um die Brücke. Kacke! Ich dachte, vielleicht. Wir haben unseren einzigen Fluchtweg abgeschnitten. Oh, jetzt nochmal ein Libeldra. Oh. Was ist das? Suchst du etwa den Himmelsgarten? Ah, oh, das ist was Cooles, okay. Komm hierher! Ja, Libeldra ist echt cool. Das hatte ich damals, als ich Rubin gespielt hatte, auch das direkt im Team. Ah, okay. Der hat mich so viel besiegt. Ja, Rubin habe ich nicht gespielt. Aber ich bin sehr stolz auf, dass ich Pokémon X gespielt habe. Du hast es aber weit geschafft! Siehst du die große Pforte hier? Sie wird Eidespforte genannt. Und der Himmelsgarten befindet sich auf der anderen Seite. Beschreiben kann sie nur, wer neben Weisheit und Mut einen eisernen Willen sein eigen nennt. Haben wir. Das klingt wie das Triforce. Nun! Besitzt du diese drei Dinge? Nenne mir die drei Losungen, ansonsten kann ich dich nicht passieren lassen. Weisheit, Macht und Mut. Ganondorf, Link und Zelda. So, jetzt muss ich hier wieder mal meine CP holen. Das haben wir überhaupt noch nicht gebraucht. Doch, wir hatten das vorhin aber benutzt am Anfang. Stimmt. Ja, doch, aus der Magma-Zone haben wir benutzt. Gott sei Dank sind wir nicht mehr da. Ja. So, aber hier lang. Also ist das jetzt die letzte Welt? Ich glaube. Hoffentlich. Meinst du, es gibt so einen richtig krassen Endboss? Nein. War cool, ein Turtok. 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 Möchtest du Turtok? Man denkt sich so, möchtest du mir durch? Kennst du eigentlich den wahren Namen von Turtok, der viel mehr Sinn macht? Was? Der wahre Name von Turtok, der viel mehr Sinn macht. Jetzt kommt doch irgendein Scheiß.
Nein, nein. Turtok müsste eigentlich Shigos heißen. Shigi, so. Shilok, Shigos. Oh, weißt du, was mir dabei einfällt? Meine Nichte. Na ja, da habe ich das doch. Was denkst du denn? Sie hat es Shigos genannt. Genau. Oh, das war so süß. Sie hat es Shigos genannt. Das macht doch eigentlich viel mehr Sinn. Da war sie clever. Sie hat den Algorithmus der Namen verstanden. Und hat einfach mal Shigos draus gemacht. Ja, Shigos ist eigentlich der richtige Name. Wo soll sie denn auch wissen, dass es Turtok heißt? Also von Turtle. Ja. Ich bin ebenfalls ein Wächter der Steinzone. Du wirst mich schon besiegen müssen, wenn du passieren möchtest. Wohlan, lass uns kämpfen! Oh boy, der escalated quickly. Aber ich bin ja Elektro, du bist besser. Ich will die coolen Attacken von ihm sehen. So eine Hydro-Pumpe. Bam. Ja, das zielt einfach, das schießt einfach so. Wieso trifft man schon Donnerblitz nicht? Wieso kann der dreimal aus der Mitte herausschießen? Danke! Hallo, du hast jetzt viel besseres Aiming als vorher. Ja, total. Der liegt echt wieder rum. Mach mal die Zwirbelwirbel. Zwirbelwirbel. Ja, das zieht viel mehr, ey. Eisenschreif. Zwirbelwirbel, Eisenschreif. Warum sollte das mehr ziehen, wenn das ein Nutzer-Pokémon ist? Das macht keinen Sinn. Das ist so dumm einfach, ey. Da habe ich nicht aufgepasst, beziehungsweise du warst klasse. Du darfst passieren. Anscheinend bin ich nicht stark genug, um die Steinzone zu schützen. Schande über mich und über meine Kuh. Was? Über meine Kuh? Ich muss mich weiter stellen, um künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein. Auf bald! Ja, dieses Turtok führt eine Transgender-Beziehung mit einem Wildhang, glaube ich. Niemals Königreich Bell haben wir gesehen. Nein, ich glaube, es ist ewig her, dass ich das mal gesehen habe. Ewig her. Ah, guck mal, die sind gut. Wir haben jetzt hier schon die Brücke umgestellt. Nicht Mulan gesehen? Aus Mulan ist das. Aus Mulan ist das? Schande über dich! Schande über deine Kuh! Ach ja, stimmt, wie du sagst. Wo ist die Frau, für die ein Kampf sich lohnt? Okay, da ist nichts. Wenn sie auch klug und clever ist, wäre das nicht grandios? Ich kenne den Text ehrlich gesagt nicht weiter von dem Lied. Aber ja. Ich kann nicht was aber auswählen. Ich kann nur, sei ein Mann. Du musst so schnell sein wie wildes Wasser. Sei ein Mann. Du musst so stark sein wie ein Tiger. Sei ein Mann. Du musst so heiß sein wie Höllenfeuer. Geheimnisvoll, gleich so wie der Mond. Okay, Bronze. Die Bauern dieser Städte kannten deinen Weg, ihr Herz mit den unseren Herzen zu verbinden. Und aus dieser Kraft gelang es ihnen, unsere Unterstützung zu gewinnen und gemeinsam mit uns den Himmelsgarten zu erbauen. Gehe voran, um noch mehr zu erfahren. Aber zunächst möchte ich wissen, ob du wenigstens eine Losung nach Farben bringen konntest. Hä? Wie? Du kennst keine der drei Losungen? Dann bitte der Weg hier vorerst noch verschlossen bleiben. Boah, sei doch nicht so eine Kackbratze. Er ist wirklich eine richtige Kackbratze. Die Losung. Oh, hier ist ein Dingsbums. Da kommt die Losung. Wenn man diesen Wie hab ich den denn von Leaf Bild, ne? Ja, ich glaube schon. Wenn man diesen Anstieg und die Stein überwindet, gelangt man zu einem Hebel, mit dem sich ein geheimes Schachtdurchgang öffnen lassen soll. So heißt es zumindest. Ich bin bei meinem Versuch, den Hebel zu erreichen, gescheitert. Die Steine unter deinen Füßen surfen nämlich in die Tiefe hinab, wenn du dich bei der Überquerung nicht sputest. Okay. Wie sind immer noch Punkte? Das weiß ich nicht. Aber wir sputen uns jetzt. Wir sputen uns über die Steine über dem Abgrund. Und dann kriegen wir hoffentlich eine Losung. Eine Losung. Vom Rätsel her. Ja, ich bin vorgeschädigt. Ach so. Oh mein Gott, ist das easy. Sag ich jetzt noch diese Doppel. So viel dazu, das ist easy. Mann. Ich hasse dieses Spiel, genau wegen so einem Scheiß. Geheimnisvoll. Zugleich so wie der Mond. Ach, schön. Wie soll ich das überleben? Hätte ich doch nur mal mehr. Ich weiß es nicht. Ja, wie soll ich das Pokepark Wii-Spiel nur überleben?
weiß nicht, ich bin an deiner Seite. Hätte ich da vorher doch nur mehr getankt. Sag halt, Mann. Jetzt spring mal richtig hier. Du, das ist nicht so einfach, wie du dir das vorstellst. Da bedarf es Fingerspitzengefühl. Das ist ja hier... Mach ich weiß also nicht, Scheiß dagegen. Ob es wirklich Fingerspitzengefühl ist, was man braucht, oder einfach nur die krasse Grobmotorik. Die krasse Grobmotorik, glaube ich. Wie eines fünfjährigen Kindes. Das sind die Feuerflammenzungen weg. Darf ich dich gerne tun? Wieso frage ich mich immer, ob die Leute das selber ausprobiert haben, nachdem sie es entwickelt haben? Haben die nicht selber mal das Ding in die Hand genommen und gedacht, ey, das ist scheiße? Das wurde wahrscheinlich auch gesourced nach Vietnam oder so. Made in Taiwan. Was ist denn? Pokepark, wie? Ui. Weil die beiden alle Herzen müssten sich zusammenführen, das geht irgendwie so ein bisschen so nach Pokémon der Film. Sekte, das ist auch so ein bisschen Sekte. Und die heiligen Tränen konnten. Porygon Z? Ist das die vorige Weiterentwicklung? Die zweite Weiterentwicklung sogar. Du hast es also geschafft, bis in diese. Du hast es also bis in diese Kammer geschafft. Ich schaue ab und an ihr vorbei. Weshalb? Nun, wer wie ich stets von Freunden umgeben ist, neigt dazu zu vergessen, wie jammervoll und trostlos die Einsamkeit und wie vergnüglich und freudvoll die Gesellschaft von Freunden ist. Um mir dies zu vergegenwärtigen, suche ich bei Zeiten diesen abgeschiedenen Ort auf. Aber du hörst mir ja gar nicht zu. Du willst die Lösung wissen, sagst du? Nun gut, wenn du meine Fragen richtig beantwortest, erfährst du sie. Lass uns mit dem Ratespiel beginnen. Jo. Worauf warten wir noch? Kommen wir zuerst in Frage. Wie lautet mein Name? Ist das zu fassen, Alter? Ist das zu fassen? Polygon Z fragt. Ist mein Name? Polygon Y. X. Alter. Stimmt, haargenau. Lassen wir auf Frage 1 doch gleich die Nummer 2 folgen. Als du Relaxo erstmals begegnet bist, hat er geschlafen, geweint, gegessen. Wahrscheinlich geschlafen. Emo Relaxo hat geweint. Also echt? Nein. Ich war nicht dabei. Stimmt, haargenau. Den Abschluss bildet die letzte Frage. Was kann man in der Magmazone zutage befördern? Ruinen, Eisenerz, Kupfer. Ruinen? Ruinen, ja. Stimmt, haargenau. Du bist ja ein wandelndes Lexikon. Dann werde ich dein Wortschatz nun als Losungswort hinzufügen. Es lautet... Liebe. Oh Gott, Liebe. Das ist wie bei damals. Wie bei Captain Planet, Alter. Die Macht des Windes, Feuer, Erde. Die Macht der Liebe. Niemand mag dich, bleib zu Hause. Das Schlimme war, dass ja alle Mächte einem Kontinent zugeordnet waren. So Amerika, Feuer, Europa, Blaue, Afrika, Liebe. Liebe, wir haben alle AIDS. Liebe. Ach, ist das böse. Oh Mann. Ich darf mir das echt nicht veröffentlichen. Wir haben nichts gegen Afrika. Aber offensichtlich die Leute, die Captain Planet gemacht haben. Oh, this is Africa. Da, 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 da. Alle anderen hatten so mächtige Sachen. Und die hatten nur die Liebe. Die hatte die Liebe. Die hat noch nichts gemacht, ne? Aber wenn wir es mit Sailor Moons Worten sehen, dann ist das die mächtigste Macht überhaupt. Ooh, Sailor Moon. Ich glaube doch schon ein paar. Aber die wenigsten wahrscheinlich. Ich habe letztens schockierend festgestellt, als ich mit einem Fan geschrieben habe. Und auch für solche Info, ihr könnt natürlich mich immer erreichen, wenn ihr das möchtet. Über meine Facebook-Like-Page oder über meinen Instagram-Account oder über Twitter. Jedenfalls ist mir dann erschreckend aufgefallen, dass dieser Fan schon etwas jünger ist. Und beziehungsweise noch etwas jünger ist und der so beiläufig erwähnt hat, dass der noch nie Dragon Ball gelesen oder gesehen hat. Das ist echt krass. Das ist einfach nur schockierend. Das ist hammerschockierend, weil ich mir so denke, what the fuck, wie kann man Dragon Ball nicht kennen? Ach, ja. Und dann habe ich ihn dazu versondert, jetzt erstmal Dragon Ball zu lesen. Da ist wieder Bronzel. Die Erbauern dieser Städte gaben deinen Weg ihre Herzen. Hat er uns doch vorhin schon erzählt. Bla 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 bla. Ja genau, bla bla bla. Gute Lösung. Ja, nach der Liebe Afrika und so weiter. Steigt die Familie hinauf. Wir sind jetzt auch immer Freunde. War das das einzige? Hieß es nicht drei? Ja, aber ich habe von mir nur eine gebraucht, um hier weiterzukommen. Elivoltec. Musst du machen. In der Magmazone.
So heißt es, seist du unter dem Namen Gelber Blitz bekannt. Findest du nicht auch, dass dieser Name mir viel eher zusteht als dir? Lass uns dies in einem Kampf klären! Gewinnst du, so erkenne ich dich als rechtmäßige Träger des Namens Gelber Blitz an und lasse dich passieren. Okay. Oh krass. Das ist die Weiterentwicklung von Electric. Der ist halt so ein bisschen jealous. Ein bisschen, ja. Aber den finde ich wiederum cool. Ein bisschen eifersüchtig. Die Weiterentwicklung von Electric ist gut. Kann nichts für den Ruhm machen. Wir können nichts für den Fame. Ein voller Sternschauer. Wir können nichts für den Fame. Das war atemberaubend. Dein Angriff war in der Tat schnell und präzise wie ein Blitz. Ich werde aufbrechen und einige Trainingseinheiten absolvieren, um stärker zu werden. Lass uns erneut kämpfen, falls wir einander irgendwo wieder begegnen sollten. Oh, meine armen Stimmbänder, ey. Oh Mann. Ich bin mich daran, dass mir mein Freund jetzt so eine gruselige Story erzählt hat. Und zwar, ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch Bullet for My Valentine kennt. Aber der Sänger da hat wohl immer so krass gescreamt und gescreamt und gescreamt. Ja. Und dann sind dem die Stimmbänder gerissen. What? Echt? Ja. Aua! Weil er es auf eine falsche Art und Weise gemacht hat. Aua! Autsch! Das ist ja. Au! Dann ist es so. Fuck! Die ganze Zeit. Autsch! Das tut doch weh, so was tut das. Wahrscheinlich schon. Autsch. Aber ich gehe mal davon aus, dass du vielleicht vorher schon Schmerzen gespürt hast. War ihm wahrscheinlich egal. Ja, hallo Bullet for My Valentine. Und wenn ihr das nicht kennt, das war so die Emo-Band. So vor 10 Jahren, als wir so 14 ja. waren. Ja. Oh, das ist sehr, diese Rolle sieht nicht gerade sehr stabil aus, ehrlich gesagt. Aber hatte ich gehört. Oh, Togekiss. Die letzte Entwicklung von Togepi. Das Wort Entwicklung ist doch so schon wichtig. Das kannst du nur Metronom im Anime. Gar nichts. Togekiss! Oh, das darfst du jetzt sprechen, obwohl du eben schon warst. Das hat mich überzeugt. Du hast es aber weit geschafft. Gibst du dich um unser aller oder bloß um deiner selbst willen in den Himmelsgarten? Wie dem auch sei, solltest du meine Turnübung meistern. Ich will nicht mit den Touren. Ey! Berate ich dir die Losung? Machst du dich an der Turnübung versuchen? Nein, aber ich muss. Gut, dann fangen wir gleich an. Spagat? Bosehen? Und Synchronschwimmen? Breakdance! Breakdance! Das ist extra. Am besten ist Bosehen. Kugelstoßen. Kugelstoßen. Kugelstoßen und Bosehen. Mein Pikachu springt aus dem. Mario hat mich dafür vorbereitet. Aber die Steuerung nicht. Nein, richtig. Mein Glückwunsch, du nimmst also sowohl um deiner selbst willen, als auch zum Wohle aller hier Kurs auf den Himmelsgarten, stimmt's? Wie versprochen werde ich dir nun die Losung verraten. Sie lautet Frieden, Weltfrieden. Wenn du den Frieden genauso löst wie ich, dann sollten wir Freunde werden. Güter der dritten und letzten Losung ist übrigens Relaxo in der Höhenzone. Oh, for fuck's sake! Ich muss es nicht zurücklaufen. I guess you have to. Oh. Alter. Beim Wetten, die letzte Losung ist wieder Liebe. Liebe, Frieden und Liebe. Ja, ich glaube, Liebe, Frieden und... Peace und Frieden. Hoffnung. Peace und Frieden gab es auch. Hoffnung. Ich sag Peace und Frieden. Da war mein Peace-Bock. In the Gondel steigen. In the Gondel steigen. Bis the Brown tricks the Frown. Oh Mann. Bis the Brown tricks the Frown. The love is in the air. Everywhere I look around. Sind wir eigentlich schon mit Alien befreundet? Ja, sind wir schon. Danke. Das habe ich, glaube ich, schon in der Magma-Zone klar gemacht. Klar machen. Hab ich gesagt. Ja, ja. Ich dachte, du bist voll hübsch. Du willst Freunde sein. Ey, Bruder. Ey, Brudi. Ich komme hier nicht lang, ne? Na, war natürlich klar. Nichts, glaube ich. Ich sag das letzte ist Hoffnung. Wetten. Captain Planet, Held der Erde. Kämpft, damit die Umwelt sauber werde. Hätte doch diese scheiß hässliche blaue Haut. Captain Planet ist halt alle Mächte vereint. Und diesen hässlichen grünen Fukuhila, ey.
Glaub den Fucki, machen glatt. Bäm, Alter, fix, Alter. Sie fix? Sie fix. Ja. 10 Beeren kann ich dich in die Höhlenzone bringen. Cool, ab geht die Post. Hui! Mal springen. Ja, das kann ich verstehen. Nach deiner Elevoltec-Imitation. Das ist echt voll wie ich hoffe, es kommt nie wieder vorbei. Wo war jetzt Relax? Ist die Höhlenzone nicht schon relativ am Anfang gewesen? Nee. Das war was süß. Fanfi ist, finde ich, knuffig, ja. Ja, das finde ich auch süß. Das ist akzeptiert, das Pokémon. Was ist denn Fanfi? Also nicht so, als würde ich nur süße Pokémon nehmen, ne? Also, würde ich nur noch mal sagen. Eins meiner Lieblings-Pokémon ist übrigens Relaxo. Nee, Relaxo ist auch ein cooles Pokémon. Hätte ich einen Patronus, dann wäre es ein Relaxo. Mein Patronus steht einfach klar. Das wäre das Pokémon. Ach ja, Flugkiefer. Schön, dass ich dich wieder sehe. Ich möchte dir was sagen. Vielen, vielen Dank. Puh, endlich konnte ich mich bei dir bedanken. Durch dich hat sich die Höhlenzone sehr zum Positiven gewandelt. Und dein Lächeln ist einfach hinreißend. Komm noch mal wieder vorbei. So ein bisschen wirklich weich im Musical. Ist das so Britney Spears oder was? Nee, wir haben, also Jemels und ich haben das letzte Mal angefangen, jedes Pokémon, was auf uns weiblich wirkt, zu singen. Weil wir irgendwann nicht mehr unsere Stimme so hochquietschig machen konnten. Das ist auch zu anstrengend. Ja. Das sprichst du. Du bist es einfach. Okay, wie bitte? Die Losung. Mit anderen Worten. Ist das dein Ernst? Du hast es bis in die Steilzone gestellt. Du bist es einfach. Du hast mich sicher für sehr dekadent gehalten, da du mich fast immer geschlafen angetroffen hast, nicht? Ich habe dich jedoch lediglich testen wollen. Keine Panik, du hast bestanden. Du setzt dich nämlich immer nach Kräften für alle hier im Park ein. Also, ich verrate dir die Losung. Sie lautet Regenbogen! Was? Nein, Regenbogen! Liebe Friede, Regenbogen! Ja, super. Regenbogen erfahren. Jetzt ist er erst mein Homie? Ich dachte, er wäre schon mein Homie gewesen. Er hat einfach nur gehatet. Pass mal auf. Oh, er hat sich nur gekratzt. Soll ich jetzt was sagen? Ich wollte ihn mit dem Eisenschweif umhauen, aber ich merke gerade, das geht anscheinend nur, wenn ich im Kampf bin. Oh. Ich aus Kikli. Kikli schon gefallen? Ich habe vor, mit liefern, aber kein öffentliche Tassenquellen kann ich schaden. Hast du Lust zu kämpfen? Na klar. Juhu, lass uns sofort anfangen. Kikli. Wusstest du das bei Kikli? Das habe ich erst tatsächlich erst gecheckt, als ich den Pokémon Manga gelesen habe. Das ist aber ein Torso-Mistro. Ja, quasi auch. Aber ich meinte eher, dass. Wow, der geht aber ganz schön auf hier. Dass Kikli seine Arme und Beine, dass das Sprungfedern sind. Wie bei Bellamy. Ich dachte, das wären einfach nur so. Krebsgeschwüre, keine Ahnung. Aber ich dachte, das wäre das Michelin-Männchen. Das sind so Sprungfedern. Deswegen kann er so gut kicken und springen. Oder Sprungfedern, so Ring. Also das ist jetzt für mich all die Jahre, ich könnte jetzt sagen 20 Jahre, nie klar geworden. Ja, auch nicht, aber das ist tatsächlich so. Das ist nämlich im Pokémon-Manga auch so. Ja, man lernt nie aus. Ja, Kikli ist jetzt mein Homie. Boah. Ich hätte echt nicht gedacht, dass es so anstrengend ist, so viel zu lesen. Ja, auch in so komischen, seltsamen Stimmen. Weil, also Respekt vor den Leuten, die das jeden Tag machen, die synchronisieren in komischen, abgefahrenen Stimmen. Ja, und die kriegen dafür auch Geld, das ist auch gerne machen, Alter. Ja, aber ich glaube, es ist auch echt nicht gut bezahlt. Also. Ich wollte gerade sagen, wenn ich einen gut bezahlten Synchronisierungsjob finden würde, würde ich euch meinen jetzigen Job an den Nagel hängen. Der da wäre. Hafenlutte. Ja. Ich nehme deinen Job an. Okay, du bist die neue Hafenlutte. Und ich synchronisiere deine Freier. Okay, lieber Elder hatte ich, ne? Wunderbar, du hast alle drei Losungen beisammen. Liebe, Frieden und Regenbogen. Die Erbauer dieser Städte haben den Himmelsgarten als Ausdruck ihrer Sehnsucht nach Liebe und Frieden geschaffen. Fortan bist du für uns ebenfalls ein Hüter des Eides. Du darfst passieren. Der Regenbogen der Freude lebt in unserem Herzen. Was ist das denn? Die Nörderwelt voller Schmerzen. Was? Ein Regenbogen für dich. Was ist das? Was ist das?
Filme habe ich immer sehr gerne den Film hier Mein kleines Pony geschaut. Genau, mein kleines Pony. Okay. Es gab so einen und da kam nämlich der, da war so eine böse Hexe natürlich und die hat irgendwie den Schmoch losgelassen. Das war einfach so riesiger. Der Schmoch, der war einfach so riesiger lilaner Schleim. Und überall, wo der Schmoch war, ist er nicht mehr weggegangen, der ist ja festgepappt. Und dann gab es da so ein Mädchen, die hatte so eine Kette um, die war in Herzenform. Wenn die geöffnet hat, dann kam da der Regenbogen der Freude raus. Also der Regenbogen der Freude, der klingt so genauso wie die Banane der Freundschaft. Die Banane der Freundschaft. Und dazu gab es dieses wundervolle Lied. Oh Mann, das ist krass. Hier, Brutalander ist ein krasses Pokémon. Ja. Brutalander, das ist brutal. Deswegen ist es Brutalander. Brutal nicht für mich zu sprechen. Brutalander. Du musst es sprechen. Man erzählt sich bisweilen, dass die Erbauer dieser Städte unseren Angeln dieses Spiel in grauer Vorzeit überliefert hätten. Duel Monsters! Du benötigst noch den Brustlandsplitter, nicht wahr? Die Teilnahme am Luftsport Deluxe kostet 40 Bären. Deluxe, das ist kein Nordisch, das ist Deluxe. Das ist Deluxe. International Superstar Soccer Deluxe. Los, hier entlang. Lass uns anfangen. Oh, kann ich mit Lurak fliegen? Das wäre cool. So schöne Pfeile. Ja. Cool! Es ist fast wie mit dem Radfahren. Mit dem Radfahren? Also, obwohl es dieses Spiel nicht spielen muss jetzt. Das ist viel zu kompliziert. Ja, Gurak. Cool, den nehmen wir. Hey, es gibt aber auch Tabuga. Ja. Ja, aber ich. Tabuga oder Gurak, ich bitte dich. Ja, okay. Ich nehme noch nicht so ein nicht ich habe später Gehirn immer gerne einen Taurus gehabt. Ja, das stimmt allerdings. Taurus ist auch cool. Taurus ist eins der Was ist denn der rechts und links von dir? Das waren so Attrappen von. Willst du da reinfliegen? Okay. Ah, das ist hier wie so ein Rail-Shooter. Nimm mal Ventile hier. Oh Scheiße, das bringt ja absolut krass. Halt, gecheckt. Hier oben, ne? Ne, die goldenen, schwarzen. Die gelben, schwarzen. Das ist nicht schwarz. Ja, die habe ich ja zerstört schon, deswegen habe ich wieder keine Punkte. Aber das ist schon 18.000, da bin ich schon drüber. Da, ja, jetzt. Ich weiß nicht, was die Mindestanzahl. Mal gerade wieder 1.000 weniger. Aber es war 18.000. Wo ich jedes schlechte Schild euch mitgenommen habe. Who cares? Das einzige schlimme Spiel war das mit Guntraum. Das war nur, weil die Fernbedienung uns behindert hat. Weil die Fernbedienung behindert ist. Ja. Ach ja, Pikachu. Bitte, kein Bock mehr. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ja, du musst einfach nur weiterlaufen, glaube ich, in die Richtung, wo wir schon sind. Brutalanda. Du verstehst dein Handwerk. Hut ab! Jetzt hast du dir den Prismenspruch. Cool, du hast auch einen für mich. Thank you, Bro. Brutalanda. Wenn ich hier Wache halte, dann mache ich mir so meine Gedanken. Cool. Es kommt bei den Spielen nicht auf die Kraft der Pokémon, sondern auf das gewisse Etwas an. Wenn ich mir dich so anschaue, dann scheinst du zu verstehen, was ich damit meine. Ja. Also durch, es ist nicht mehr weit bis zum Himmelsgarten. Jetzt, da du mein Spiel gemeistert hast, sprich mit Papunga, um jenseits dieser Ruinen zu gelangen. Geil, hier ist jetzt wirklich Endspurt, glaube ich. Wir kriegen das hin. Wer ist nochmal Papunga? Papunga ist das blaue Ding mit dem, diese Sonnenblume, die da hinten steht. Hast du wieder der vorbeigelaufen? Nee, der kommt jetzt erst. Boah, keine Blitzer, Alter. Die müssen wir aber haben als Hobbys. Zombie. Der ist nicht, der hat nicht so eine kurze Leitung wie Eddie von Stress. Akani, deine Stärke ist schon beeindruckend. Möchtest du fangen mit dem Spiel? Ja, das ist amerikanisch oder australisch. Akani. Lass uns anfangen. Lass uns anfangen, Jung. Oh, doch nicht über die Brücke, Alter. Ja, anscheinend doch. Lauf! Ich kann nicht hinlaufen, Alter. Lauf! Oh, ist Akani so langsam? Akani ist doch ein fettes Ding ist. Aber Akani ist doch eigentlich eines der schnellsten und krassesten Pokémon, die es gibt. Akani ist das Legendary, was kein Legendary ist. Das ist voll riesig, vor allem. Ja, man kann auch Akani reiten. Als Mensch.
deswegen ist es auch so geil. Kann ich da runter? Boah, du bist nicht hinterher, oder was? Das ist ja krass. Ich weiß nicht, ob man... Okay, ich wundere mich, irgendwo beschwert mich noch, warum es so langsam ist. Und jetzt ist Wasser anscheinend doch schon. Ich glaube, wir können es einfach noch gar nicht haben. Ich glaube, wir müssen nochmal bei Punita dann sein und dann... Das kannst du doch sicher besser. Ja, du, siehst du? Wie wenn du mit Hilfe von Punita am Treffpunkt deine Sprinttechnik verbesserst. Ja, wir haben doch unsere Sprinttechnik verbessert. Ja, wahrscheinlich gut genug. Keine Ahnung. Oh, sprechen wir hier mit dem Emo-Ding? Das ist wirklich der Emo-Flug, ich spreche den hier an, ja. Staraptor! Ich hab schon... Ne, aber der muss Nemo sein. Ich hab schon viele gesehen, die in den Himmelsgarten wollten. Aber niemand hatte bisher deine Ausstrahlung. Müsstest du einen Mensch sein? Aber nur wenn du Lust hast. Ich meine, ist ja nicht wichtig. Lass uns vielleicht mal anfangen demnächst. Aber ich bin so deprimiert. Ich geh jetzt weg. Er sieht so richtig traurig aus. Was zur Hölle? Schocki, Schocki, Schocki. Ich glaube, das macht mich fresh. Fresh, oh ja. Boah, sehr gut, aber du hast auch Schaden genommen. Pass auf, das darf jetzt nicht nochmal passieren, sonst verlieren wir. Blau! Ja! Sehr gut. Ich hab nicht gesehen, wo ich schlaue. Das hört dich nicht von schlechten Eltern. Ich hatte dich gar nicht so stark eingeschätzt. Du bist im Pokepark aber noch zahlreich weitaus hartnäckiger und Flug-Pokémon begegnen als mir. Ich bin ja nichts Besonderes und meine Eltern verstehen mich nicht. Hä, wir sind doch schon. Ah, Aerodactyl, okay! Shit, ich muss jetzt auch noch gegen den kämpfen. Aerodactyl ist auch cool, Mann. Ich fühle mich immer so unter Druck gesetzt, wenn ich plötzlich diese ganzen Pokémon anlocke und die nicht kämpfen wollen oder wenn ich nicht fangen kann. Oder... Was ist denn da fliegt da? Ich dachte, Aerodactyl wäre größer. Der ist fast so groß wie Arcani eigentlich. Der ist ja sogar größer als Arcani, oder? Genau, ich dachte, der wäre noch größer. Du darfst Aerodactyl sprechen. Die Grenze zwischen Erlaubtem und Verbotenem ist fließend. Die Grenzen zwischen Erlaubten. Okay, er ist einfach kriminell. Blitzer. Blitzer! Was ist das denn, ey? Manche Stimmen, ey. Und in Pokémon Classic ist so Blitzer. Blitzer! So ist er ja eigentlich normalerweise auch. Ach ja. Aber Achtung! Du hast aber viele Freunde! Mit anderen Pokémon, du! Hast du ja auch alle im Wettstreit besiegt, nicht wahr? Ich würde meine Heilige Flucht suchen! Wollt ihr noch mal sehen, wer von uns mein Stamm ist? Blitzer, Blitzer! Willst du fangen? Gut, versuch mich zu fangen! Oh, du bist so fettisch wie Scheiße, Akari. Das kriegst du nie im Leben, Alter. Guck, wie schnell das Ding ist. Ich glaube, ich muss echt nochmal meine Sprint-Technik verbessern. Ja, aber drauf geschissen. Ich werde schon gerne nur beenden, wo das. Aber ich möchte dein Freund sein! Das kannst du voll knicken. Das kriegen wir niemals. Das kriegst du. Kannst du aufhören? Bleib stehen. Das ist so weit weg. Ja. Yay! Pick up, Pikachu! Schade. Okay, das wurde echt leid. Was haben wir immer los? Du musst doch viel mehr üben! Und wenn ich mich besiegen willst, sollst du mit Hilfe von Polita am Treffen deinen Sprinttechnik verbessern! Schief! Okay, ist das ein einfacheres Spiel für mich? Papunga! Papunga! Wir halten in treuer Erfüllung, dass eines von unseren Freunden aus alter Zeit in diesen Ruinen wachelt. Anscheinend hast du den Luftspur Deluxe mit Bruteinander gemeistert. Nun gut, du darfst passieren. Bis hier schafft es Ballabe nicht viele. Lass uns Freunde sein. Achso, in den Himmelsgarten möchtest du, nicht wahr? Sprich mit Shaymin. Shaymin. Das ist Legendary. Nachdem du die Ruinen durchquert hast. Herr Punga ist jetzt dein Freund. Herr Punga. Was du? Herr Punga. Papunga! Wo warst du, als sie die bauten, die Brücke zum Himmel? Weiter zur nächsten Zone. Jetzt nähern wir uns wirklich dem Ende, weil wenn uns jetzt schon hier die Legendaries versprochen werden, dann kann er sich nur dem Ende neigen.